Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mein Name ist Arslan Basit. Ich bin einer der Survival Coaches in dem Survival Coaching Camp. Die Frage ist, warum machen wir Survival Coaching? Was ist das Thema hier? Warum haben wir einen eigenen Standort für Survival Coaching auf dem Ichtamar? Bei uns geht es hauptsächlich darum, die Leute über Katastrophensituationen zu sensibilisieren, die aufzuklären und den Leuten zu zeigen, wie man sich am besten dagegen schützt beziehungsweise wie man sich darauf vorbereitet. Es gab ja auch die Anweisung von Hazur-Rektas Ayyallah Talaub bin Asr-Al-Aziz, dass man zu Hause auch einen Vorrat an Nahrungsmitteln zu Hause hat, damit man sich auf schlimme Situationen, Zeiten vorbereiten kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir Survival Coaching haben. Wir zeigen den Leuten, welche Nahrungsmittel man haltbar machen kann, was Erste Hilfe ist, wie es aussieht, wenn elektrische Gefahren, wenn Elektroausfall ist, wenn wir keinen Strom mehr haben, wenn wir kein Leitungswasser haben, wie wir dagegen vorgehen. Und deswegen haben wir dieses Thema hier auf dem Ichtamar, um den Leuten einfach aufzuklären und denen zu zeigen, was wichtig ist und wie man sich darauf vorbereitet. Jazakallah, Asnal Jazakallah.